Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Spätabends Sammelmappen-Update und zwar von der Road to 2014 Brasil-Mappe. Passt ja ganz gut, weil wir auch aktuell gerade die WM 2014 Karten am Start haben. Als Retro hier die 2014 Road to Brasil, die hatten wir ja schon mal durchgemacht und ich habe ein paar Tauschaktionen durchführen können und da fangen wir auch gleich mit an. Geht nämlich los. Wir können uns die Mappe auch mal angucken. Die sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen. Und sie wird jetzt noch mal ein bisschen voller werden. Es geht nämlich weiter mit Bastian Schweinsteiger. Den habe ich hier. Muss mal gucken, wo der reinkommt. Ah, da fehlen bei den Deutschen ein paar. Thomas Müller. Ah, okay. Schweinsteiger kommt vor Müller rein. Perfekt. Podolski, die habe ich hier auch noch. Okay, der kommt nach Müller. Ja, das läuft ja. Wie geschnitten Brot. Ja, die Basekarten, das sieht schon sehr gut aus. Nun habe ich hier Hernandez von den Spaniern und David Villa. Den habe ich aber, glaube ich, schon, genau. Und Hernandez, müssen wir mal gucken, wo der hinkommt, der Kollege. Spanien, España. David Silva, Iniesta. Hernandez kommt hier hinein als Star-Player. Sehr cool. Wunderbar, weiter geht's mit einem Kroaten, Modric, Luka Modric, vielleicht technisch, ja es passt zu typischer Balkankicker, wie man so schön sagt, technisch eine Augenweide der Kerl. So, der kommt nach Perisic und vor Rakitic. Ja, das ist ja hier, ja das passt ja auch wiederum, super cool. Als nächstes habe ich hier jetzt einen Italiener, den gar nicht so viele kennen werden vielleicht. Habe ich den überhaupt? War Talent oder ist Talent gewesen? El Shaarawy hat sich aber auch nie durchsetzen können, richtig. Kommt vor Osvaldo hier oben. Muss man ja sagen, die Italiener sind da zurzeit wirklich ein Problem. Und einen, wo ich schon oft gesagt habe, ich verstehe das nicht, dass der Nationalspieler ist. Hier auch als Rising Star sogar gehandelt. Bruno Martins Indy. Also bringt bei der Nationalmannschaft nicht annähernd das, was er vielleicht im Club bringt. Da habe ich ihn nicht so im Blick. Aber nationalmannschaftstechnisch ist das gar nichts. Muss man wirklich sagen. Aber da tut er sich ja auch mit allen anderen die Klinke in die Hand geben. So, jetzt sind wir hier schon relativ weit am Ende. Und dann kommen wir zu den Goalstoppern als nächstes. Habe ich vielleicht ein paar Fan-Favorites? Mal gucken. Hier sind die Goalstopper. Oh ja. Die kommen hier zuerst. Okay, fangen wir an. Fan Favorites. Und zwar habe ich hier als erstes einen Argentinier. Da muss ich auf meiner Seite umblättern. Ich habe mir hier die Seite kopiert, damit ich auch weiß, was wohin kommt. Und die Fan Favorites gehen los mit Higuain als erstes. Und Suarez war der letzte normale Spieler. Und ihr seht, die Fan Favorites sind natürlich optisch weitaus besser gestaltet. Als nächstes habe ich dann hier Philipp Lahm, der kommt nach Eriksen hinein, das ist hier. Ja, Patrice Evra, der Franzose. Hier haben wir Modric, Evra kommt hier. Und das sieht jetzt schon mal richtig gut aus, auch bei den Fan-Favorites und Goalstoppern geht es richtig gut voran. Das sehe ich hier gerade, das sind richtig viele Karten, Mama Mia. Wusste ich jetzt gar nicht mehr so aus dem Kopf. Modric haben wir hier. Dann kommt nach Modric McGidi und dann kommt Pirlo. Ja, super. McGidi habe ich auch. Ja, das ist ja sehr geil. Nun haben wir Kim Karlström, der Schwede. Der letzte von denen. Wir haben jetzt hier Moutinho, Schirokov. Ist richtig, genau. Moutinho, Schirokov. Karlström kommt hier hinein. Da müssen wir so rum. Okay. Als nächstes, Karlström ist hier. Wäre dann Sergio Romero, der erste Goalstopper. Den haben wir hier. Sehr cool. Julio César. Ja, Goalstopper. César ist für mich ja, Brasilianer und Torhüter. Das ist so eine Sache für sich. Neben den Engländern von den wirklich Top-Nationen, Top 20 Nationen sind das für mich die beiden mit Abstand schlechtesten
Torhüter-Nationen seit langem. Brasilien noch länger als England, muss ich sagen. Aber auch England, ja, was da los ist, warum die da kein Torwart auf Reihe kriegen, der wirklich mal, ja, mal ein bisschen mehr drauf hat. Ich kann es nicht nachvollziehen, das ist für mich einfach unbegreiflich. Anderson haben wir hier, Neuer wäre hier und Joe Hart, das passt ja ins Bild, der englische Keeper. Loris, sehr gut, Franzosen haben immer gute Keeper, genau wie die Deutschen haben auch immer gute Keeper, das muss man wirklich sagen. Als nächstes Pletikosa, auch muss man auch ganz klar sagen, der kroatische Torwart auch sehr, sehr gut. Buffon habe ich ja schon, Dalton kommt, Stekelenburg, auch den habe ich, super. Als nächstes auch ein sehr unterschätzter, nämlich Rui Patricio, ein super Torwart, auch schon extrem lange im portugiesischen Tor. Bernalho kennt ihr ja auch alle. Der kommt, wartet mal, hier haben wir Patricio, Stekelenburg, Patricio. Dann kommt Akinfeev, Isaksson und Benario, das ist hier, okay. Also auch die Torhüter sind einen richtig guten Schritt nach vorne gekommen. Muslera ist der letzte Torhüter gewesen, der uruguayische Keeper. Dann habe ich Aguero, der erste von den Mastercard-Karten, super. Kommt also hier hin. Nächster Master ist... Ah ja, das passt natürlich. Ich habe mich schon gewundert, wo der da bleibt. Iker Garcias ist bei den Masterkarten. Ist der eigentlich auch bei den Normalkarten? Nee, da ist er nicht. Ja gut, macht ja auch dann wenig Sinn. Bei den Masterkarten Garcias. Der Iker. Hier haben wir Aguero, Silva, Falcao, Özil, Rooney. Und dann auf der anderen Seite kommt Iker Garcias hin. Also auch eine Masterkarte kommt dazu. Das war nicht die letzte. Mal sehen, Cavani, habe ich den schon? Nö. Nasri, Balotelli, Van Persie, Cavani, der ist hier drin. Und dann haben wir noch limitierte Editionen. Auch das seht ihr hier, habe ich ja auch schon ein paar. Und die habe ich jetzt hier jetzt so gesehen gar nicht drin. Also ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge man nehmen müsste. Von daher, was soll's. Die kann ich einfach so mit einsortieren, finde ich, macht am meisten Sinn. Obwohl, man kann sie auch nach Ländern wieder einsortieren. Ich könnte die mal eben rausnehmen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Hier hat man jetzt zum Beispiel einen Argentinier. Die haben das ja auch alphabetisch einsortiert, die Mappe. Und dann auch zuerst den Argentinier am Start zu haben. Dann als nächstes haben wir einen Kolumbianer, die wir hier reinpacken. Falcao, dürftet ihr auch kennen. Sehr, sehr geiler Spieler. Ibrahimovic, der muss jetzt ein bisschen nach hinten eilen. Als nächstes habe ich dann hier Deutschland mit D. Oder Brasilien. Ach, Brasilien habe ich ja auch noch hier. Neymar. Ja, die wussten schon, was gut ist. So, dann macht das so natürlich weitaus mehr Sinn. Als nächstes dann die Deutschen. Da haben wir Neuer. Danach Reus, ist ja offensiver Mittelfeldspieler, und Götze, ja, der ja schon fast Stürmer spielt. Als nächstes würde ich dann den Spanier hineinpacken. Iniesta und... Mann, ich habe echt viele. Das sind ja Manometer. Cool. Und noch ein. Ibrahimovic, den Zlatan. Ja, sehr geil. Also limitierte Edition habe ich dann 9 Stück schon. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es insgesamt gibt, aber das freut mich natürlich tierisch. Ja, das war's dann für heute. War ja ganz ordentlich, also ihr seht, es ist bei den Master und Topmastern ist natürlich noch ein bisschen Luft, limitierte Edition weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber auch bei den Torhütern und Fan-Favorites ist es auch nicht mehr so schlimm an Karten, die fehlen. Und bei den Base-Karten, wenn man jetzt mal zurückdenkt, eine Base-Karte fehlt hier noch, wie ich sehe, eine zweite Base-Karte, eine dritte Base-Karte, also die Base-Karte, eine vierte, fünf. Das ist ja gar nichts. 5 Base-Karten fehlen nur noch, ansonsten habe ich alle. Gut, das war's dann für heute und wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen früh natürlich mit dem normalen, regulären Video. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.